Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Thema heute: Autorität. Und genauer, was ist der Unterschied zwischen Autorität und autoritär? Nein, ich habe mich nicht versprochen. Das Wort Autorität taucht bewusst viermal auf. Bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne, möchte ich meine Motivation zu diesem Kanal noch einmal betonen. Hier findest du eine Schatzkiste voller inspirierender Einblicke und Denkanstöße zu verschiedenen Themen des Lebens. Von der Kunst präziser und lebensdienlicher Kommunikation bis zur Reflexion über die Nuancen des Alltags. Ich lade dich also ein, mit mir auf eine Reise der Erkenntnis zu gehen. In einer Zeit, in der viele Videos von Polemik und Gewalt, falsche Versprechungen, Negativität, Kriege, Gier nach maximalen Follower und Oberflächlichkeit geprägt sind, setzt Weisheiten zum Mitnehmen auf eine völlig andere Richtung. Das ist mit ein Grund, weshalb ich den unsozialen Medien den Rücken gekehrt habe. Mein Kanal möchte ein Gegenpol zu den aktuellen landläufigen, polemischen und martialischen Inhalten sein. Hier geht es darum, die Kraft der Sprache und der positiven Gedanken zu nutzen, um ein tieferes Verständnis für uns selbst und die Welt um uns herum zu entwickeln. In meinen Videos beleuchte ich, wie kleine Veränderungen in unserer Denkweise und Kommunikation große Unterschiede in unserem Leben bewirken können. Du wirst hier wertvolle Einsichten und praktische Weisheiten finden, die dir helfen, ein respektvolleres, wertschätzenderes, bewussteres und erfüllteres Leben zu führen. Egal, ob du an Philosophie, Kommunikation, zwischenmenschliche Beziehungen oder einfach an der Entdeckung von neuen Perspektiven interessiert bist, hier wirst du fündig. Versprochen. Abonniere also meinen Kanal, um keine unserer inspirierenden Weisheiten zu verpassen. Lass uns gemeinsam nachdenken, lernen und wachsen. Herzlich willkommen in der Community Weisheiten zu mitnehmen. Ich hoffe, dieser Absatz betont den gewünschten Kontrast und die positive Ausrichtung meines Kanals. Okay, und nun zum Thema Autorität. Bis vor ein paar Tagen war ich der Ansicht, dass Autorität und autoritär ein und dasselbe seien, negativ behaftet. Bis zu dem Tag, an dem ich mich mit meiner Philosophiestudentin über das Kindererziehen mit Autorität unterhielt. Als sie das Wort Autorität in den Mund nahm, bin ich erschrocken. Ich schaute sie an und versuchte dagegen zu argumentieren. Hatte ich doch die Erfahrung gemacht, Eltern gleich Autorität, meine Eltern sehr streng, also Autorität gleich streng, gleich Macht, gleich Druck, gleich Zwang. Wie konnte sie also für eine Erziehung mit Autorität sein? Plötzlich fiel mir ein, ich könnte sie ja mal fragen, was sie damit meint. Und sie erzählte mir dann ihre Version von Autorität. Ich dachte dann, hä? Ist doch das Gleiche, wie ich denke. Weshalb ist das dann bei mir negativ behaftet? Also machte ich mich daran, das zu erkunden. Und ich stellte erstaunlicherweise fest, für mich natürlich erstaunlich, dass es vier verschiedene Auslegungen, Definitionen zum Wort Autorität gibt. Schweres Wort. Und eine davon hat sehr wohl was mit autoritär zu tun. Genau das veranlasst mich, diese Unterschiede aufzuzeigen. Einerseits, um das Wissen weiterzugeben und andererseits, um dem Missverständnis
Autorität habe nichts mit autoritär zu tun, entgegenzuwirken. Wie immer beginne ich mit der Etymologie und der Denotation von Autorität. Etymologie. Das Wort Autorität stammt aus dem Lateinischen auctoritas, abgeleitet von auctor, was so viel wie Schöpfer oder Urheber bedeutet. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Bedeutung von auctoritas zu Einfluss oder Ansehen, was schließlich zur modernen Bedeutung von Autorität führte. Dreimal dürft ihr jetzt raten, woher wohl das Wort Autor kommt. Genau, es leitet sich auch vom lateinischen auctor ab und ist eng mit auctoritas verwandt. Okay, das nur nebenbei. Allgemeine Denotation. Der Begriff Autorität bezieht sich allgemein auf die Macht, Einfluss oder das Ansehen, das eine Person, eine Institution oder eine Position innehat. Autorität kann auf verschiedenen Ebenen existieren. Einschließlich: erstens, erfahrungsbasierte Autorität. Hier bezieht sich Autorität auf das Ansehen und den Einfluss, den jemand aufgrund seiner Erfahrung, Expertise und Wissen in einem bestimmten Bereich hat. Diese Autorität basiert auf der Erfahrung einer Person. Sie leitet sich ab von ihrem Wissen, Bildung, Weisheit, Fähigkeiten ab. Gandhi war eine Autorität im Kampf ohne Waffengewalt, ohne Gewalt gegen die Engländer zu einem unabhängigen Indien. Einstein war eine Autorität auf seinem Gebiet. Jesus war eine Autorität. Mein Lieblingsphilosoph Jiddu Krishnamurti war eine Autorität. Marshall Rosenberg war eine Autorität. Alles Autoritäten durch Erfahrung, Bildung, Wissen. Diese Art von Autorität wird einem zugesprochen oder verliehen. Zweitens, positionsbasierte Autorität. Dies bezieht sich auf die Autorität, die einer Person aufgrund ihrer Position oder ihres Titels in einer Organisation oder in der Gesellschaft verliehen wird. Diese Autorität basiert auf der Position oder Stellung einer Person oder dem Titel einer Person oder aber auch einer gegenseitig anerkannten Positionsbeschreibung. Das heißt, dass beide Parteien das Recht der Autorität anerkennen, einen Teil ihres Verhaltens zu bestimmen. Ich habe die Autorität, das Rauchen in meinem Auto zu verbieten. Der Chef hat die Autorität, seine Sekretärin zu bitten, ein bestimmtes Telefonat für ihn zu erledigen. Ein Polizist hat die Autorität, einem Radfahrer ein Bußgeld aufzuerlegen. Diese Autorität ist legitimiert, dieses Verhalten anzuwenden. Von jedem Einzelnen selber oder durch Gremien, die anerkannt wurden. Drittens, vertragsbasierte Autorität. Autorität kann sich aus Vereinbarungen oder Verträgen ergeben, die die Zustimmung und das Verhalten der Beteiligten regeln. Diese dritte Art der Autorität leitet sich von den Abmachungen, Verträgen, Vereinbarungen ab, die wir Menschen tagtäglich eingehen. Dieses Verhalten hat Konsequenzen, Autorität, auf mein Verhalten, weil es in meinem Handeln maßgeblich einwirkt. Wenn ich zum Beispiel mit jemandem eine Abmachung habe, mit ihm ins Kino zu gehen, dann beeinflusst mich diese Vereinbarung, wann ich meine Wohnung verlasse, um rechtzeitig am vereinbarten Punkt zu erscheinen. Viertens, machtbasierte Autorität. Dies ist die Art von Autorität, die auf Macht, Kontrolle und Zwang beruht und oft mit Unterdrückung in Verbindung gebracht wird. Diese vierte Definition
Zur Autorität leitet sich von der Person ab, die Macht über andere Personen hat und diese auch ausübt. Diese Art der Autorität kontrolliert, beherrscht, zwingt, setzt unter Druck, benutzt seine Macht, um den Willen anderer Menschen zu brechen, sie zu unterdrücken, sie dazu zu bringen, all das zu tun, was diese Machtperson will. Genau über diese Art von Autorität sprechen wir fast immer, wenn wir von autoritär sprechen. Diese Art von Autorität ist es fast immer, wenn wir von Hierarchie sprechen. Sowohl in Organisationen als auch die, die von Eltern und Lehrern verkündet wird, wenn sie über Autorität sprechen. Wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann darfst du nicht in die Musik gehen. Heutzutage würde man sagen, Handyverbot, das zieht mehr. Jetzt weiß ich auch, weshalb ich vor ein paar Tagen Autorität mit autoritär gleichgesetzt habe. Für mich persönlich hat Autorität sehr wohl was mit autoritär zu tun oder auch andersherum. Natürlich nur die Autorität, die Macht ausübt, Macht über jemanden. Die allgemeine Denotation von Autorität umfasst also die Vorstellung von Einfluss, Ansehen oder Macht, die eine Person oder eine Entität in einer bestimmten Situation hat. Hier einige Beispiele als Zusammenfassung zu jeder der vier Definitionen von Autorität. Autorität gegründet auf Erfahrung. Albert Einstein war eine Autorität in der theoretischen Physik. Mahatma Gandhi wurde aufgrund seiner Erfahrung und seines Einflusses auf die indische Unabhängigkeitsbewegung als Autorität angesehen. Marie Curie war eine Autorität auf dem Gebiet der Radioaktivität aufgrund ihrer bahnbrechenden Forschungsarbeit. Nelson Mandela wurde aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Kampf gegen die Apartheid in Südafrika als Autorität für soziale Gerechtigkeit angesehen. Charles Darwin, Evolutionsbiologe, Martin Luther King Jr., Bürgerrechtsaktivist, Leonardo da Vinci, Renaissance-Künstler und Erfinder, Sigmund Freud, Begründer der Psychoanalyse. Autorität gegründet auf Stellung oder Titel. Der CEO eines Unternehmens hat die Autorität, Geschäftsentscheidungen zu treffen. Ein Richter hat die Autorität, Urteile in rechtlichen Angelegenheiten zu fällen. Der Bürgermeister einer Stadt hat die Autorität, kommunale Angelegenheiten zu leiten und zu verwalten. Ein Universitätsprofessor hat die Autorität, Vorlesungen zu halten und akademische Prüfungen abzunehmen. Der Präsident der Vereinigten Staaten, politische Führungsperson. Der Papst, geistliches Oberhaupt der katholischen Kirche, der CEO von Apple Incorporation, Leiter eines großen Technologieunternehmens, der Kanzler einer Universität, höchster akademischer Verwalter, der Oberbefehlshaber des Militärs, höchster militärischer Rang. Autorität gegründet auf informelle Verträge. Wenn du einem Freund versprichst, ihn am Flughafen abzuholen, dann hast du eine Autorität, pünktlich dort zu sein. Ein Arbeitsvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer enthält Autoritätsvereinbarungen, die die Pflichten beider Parteien festlegen. Wenn du einem Nachbarn zusagst, seine Katze während seines Urlaubs zu füttern, hast du die Autorität, dich um dieses Tier zu kümmern. In einer Freundschaft gibt es oft informelle Autoritätsvereinbarungen, wie das gegenseitige Zuhören und Unterstützen in schwierigen Zeiten. Die Abmachung, dass du für deinen Freund die Haustüre fütterst, wenn er verreist. Die mündliche Vereinbarung, dass du bei einem gemeinsamen Projekt die Recherche übernimmst, während dein Partner die Präsentation erstellt. Die Vereinbarung, dass du regelmäßig deinem Nachbarn beim Einkaufen hilfst,
da er Schwierigkeiten dabei hat. Das Versprechen, pünktlich zur Vereinbarung mit deinem Freund zu erscheinen, die Zusage, bei einem ehrenamtlichen Projekt in deiner Gemeinde mitzuarbeiten. Autorität gegründet auf Macht. Ein autoritärer Diktator hat die Macht, das Land zu kontrollieren und unterdrückt die Bürger. Eltern können autoritäre Autorität ausüben, indem sie ihren Kindern strenges Verhalten auferlegen. Ein Präsident oder eine Präsidentin hat die Macht, die Politik und das Schicksal eines Landes zu gestalten. Ein Polizeibeamter hat die Autorität, Gesetze durchzusetzen und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Adolf Hitler, autoritärer Diktator des Dritten Reichs, Kim Jong-un, Führer Nordkoreas, Napoleon Bonaparte, Kaiser der Franzosen, Königin Elisabeth II., britische Monarchin, Wladimir Putin, Präsident Russlands. Und jetzt mal was ganz Fremdes. Autorität gegründet auf Macht im Kontext von Eltern. Eltern haben die Macht, Hausregeln aufzustellen und von ihren Kindern zu verlangen, diese einzuhalten, wie zum Beispiel die Regel vor dem Schlafengehen, das Zimmer aufzuräumen. Zweitens, wenn Kinder in der Schule nicht gut abschneiden, können Eltern die Macht haben, ihnen zu verbieten, am Abend fernzusehen, um ihre schulischen Leistungen zu verbessern. Eltern können die Macht ausüben, indem sie ihre Kinder für Regelverstöße bestrafen, etwa durch Verhängen von Zeitbeschränkungen für die Nutzung elektronischer Geräte. Da haben wir es wieder, Handyverbot. Autorität gegründet auf Macht im Kontext von Lehrern. Lehrer haben die Macht, den Stundenplan und den Lehrplan für ihre Schüler festzulegen und zu kontrollieren, was im Klassenzimmer geschieht. Sie können Schüler dazu auffordern, Hausaufgaben zu erledigen, Prüfungen abzulegen und bestimmte Verhaltensregeln in der Schule zu befolgen. Lehrer haben auch die Macht, Schülern Noten zu geben, die ihre schulische Zukunft beeinflussen können. Diese Beispiele sollten den Kontrast zwischen den verschiedenen Arten von Autorität verdeutlichen. Hoffentlich tun sie das auch. Also seid euch dessen gewahr, wem ihr eure Wahlstimme gebt. In diesem Sinne, die wahre Stärke einer Autorität liegt nicht in ihrer Fähigkeit, Befehle zu erteilen, sondern darin, die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen, um freiwillig zu folgen. Aung San Suu Kyi. Dieses Zitat betont die Idee, dass wirkliche Autorität nicht durch Zwang, sondern durch Überzeugung und Respekt erreicht wird. Weisheiten zu mitnehmen. Bleibt mir gewogen, euer Georg Moratidis. Bis zum nächsten Mal. Kommentare erwünscht.